Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dauntless Tutorial. Wir kümmern uns heute in diesem Tutorial-Abschnitt mal um die verschiedenen Währungen, die es bei Dauntless gibt. Es gibt nämlich ganz schön viele verschiedene Dinge, die ihr sammeln könnt, die ihr benötigt für irgendwas. Es gibt, glaube ich, ich zähle mal eben durch, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verschiedene Währungen, die ihr bei Dauntless habt. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren bei 12 verschiedenen Sachen. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf jede Währung ein, die es so gibt, wo ihr die bekommt und was ihr damit anfangt. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir können einiges schon abbilden im Jagdpass. Im Jagdpass, der ist ja neu gemacht worden in dieser Season, bekommt ihr ja keine Skins mehr. Jetzt bekommt ihr nur noch Verbrauchsgegenstände beziehungsweise Währungen. Und wir gehen das mal durch. Das allererste und auch wahrscheinlich wichtigste und was euch am schnellsten begegnen wird, sind die RAMs. RAMs sind diese goldenen Münzen und die braucht ihr eigentlich für alles und die bekommt ihr auch überall. Also RAMs bekommt ihr, wie ihr seht, im Jagdpass. Ihr bekommt die, wenn ihr Behemoths tötet. Ihr bekommt die, wenn ihr Events macht. Ihr bekommt die, wenn ihr Quests und Aufgaben erledigt. Ihr bekommt die eigentlich überall. In den Kernen sind welche drin, also selbst wenn ihr Zellenkerne öffnet, sind da immer RAMs drin, aber auch in den Brunnenkernen. Überall bekommt ihr RAMs und die braucht ihr auch überall. Ihr braucht die, um, weiß ich nicht, bei Oma Sträger Tränke kaufen zu können. Die könnt ihr natürlich auch mit Verbrauchsgegenständen, wie mit den Pflanzen und den Steinen und sowas alles kaufen, aber ihr könnt die auch mit RAMs kaufen. Ihr braucht die, um eure Waffen herzustellen und auch zu übertakten, umzuschmieden, wie auch immer. Da braucht umzuschmieden, glaube ich, braucht ihr keine, aber zum Übertakten braucht ihr die überladen. Ihr braucht RAMs, um ja, ganz, ganz viele Dinge. Also RAMs braucht ihr überall und immer. Und ihr braucht die zum Beispiel auch im Weg des Slayers, ganz, ganz wichtig, habe ich ganz vergessen. Im Weg des Slayers kostet alles irgendwie, ich habe leider alles freigeschaltet, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, aber alles kostet irgendwie auch RAMs, deswegen werden die auch da oben angezeigt. Das zweite, was da oben angezeigt wird, wo ich 8000 von habe, das sind die Kampfverdienste. Kampfverdienste bekommt ihr ebenfalls durch das Abschließen von Events, die sind auch in den Brunnenkernen drin. Ihr bekommt die, habt ihr gerade gesehen, in dem Jagdpass ebenfalls. Hier sind sie immer wieder mal mit drin. Kampfverdienste bekommt ihr halt auch überall. Und natürlich beim Bekämpfen von Behemoths, sonst würden sie nicht Kampfverdienste heißen. Und die braucht ihr halt ganz speziell, um im Weg des Slayers hochzuleveln. Alles kostet irgendwo Kampfverdienste und RAMs und da braucht ihr die. Ihr seht natürlich auch hier, und das ist die sozusagen die Ingame-Währung im Spiel, Platinum. Das heißt, Platinum könnt ihr mit Echtgeld kaufen. Und ihr könnt es natürlich auch hier im Pass bekommen. Der Pass kostet allerdings auch Platinum. Und ihr bekommt genau das gleiche Platinum raus, wie der Pass kostet. Das heißt, wenn ihr den Pass bis 100 spielt, bis Level 100, bekommt ihr natürlich immer wieder das Platinum zurück und könnt den dann refinanzieren. Aber alles andere, wie zum Beispiel Skins und solche Sachen, die es im Shop gibt, die kosten Platinum. Ich kann es euch aber auch gerne nochmal eben zeigen. Hier. So, da haben wir den Shop und hier hinten könnt ihr Platinum kaufen für echt Geld. Und damit könnt ihr dann hier diese ganzen Emotes und Waffenskins und solche Sachen euch leisten. Das ist so sozusagen die Währung Nummer 1, noch vor den RAMs. Okay, was haben wir denn noch? Kampfverdienste haben wir, Platinum haben wir. Wir haben natürlich noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel Kopfgeldmarken. Kopfgeldmarken, auch sehr interessant. Die benötigt ihr, um hier Kopfgelder zu bekommen. Und mit Kopfgeldern könnt ihr ja schneller Level farmen. Ihr bekommt schneller XP, indem ihr gewisse Aufgaben nicht. Außerdem bekommt ihr auch diese Kampfverdienste wieder und ihr bekommt Jagdpasserfahrung, dass er im Jagdpass steigt, wenn ihr diese Kopfgelder abschließt. Kopfgeldmarken bekommt ihr natürlich auch wieder erstmal im Jagdpass. Sind immer mal wieder welche drin, hier. Ihr bekommt die
bei eurem täglichen Münzwurf, also wenn ihr täglich bei Dauntless Online geht und die Münze in den Brunnen werft, bekommt ihr ebenfalls 4 Kopfgeldmarken. Und ihr habt die Möglichkeit auf den Brandwerken, das ist das höchste Level, was es gibt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, also die höchste Insel, die es gibt, wenn ihr die freigeschaltet habt, habt ihr die Möglichkeit, hier, wenn ihr dann jagen geht und Events abschließt, könnt ihr auch Kopfgeldmarken verdienen. Auch sehr, sehr interessant für jeden, der gerne Kopfgeldmarken haben möchte. Einfach auf den Brandwerken sich eine ganze Zeit lang aufhalten, ein bisschen kämpfen, könnt ihr die auch sammeln. Dann haben wir noch was anderes. Und zwar haben wir Ätherstaub, Ätherfunken und Ätherherzen. Ätherstaub ist das hier. Oder Zellstaub. Ätherstaub heißt es gar nicht, es heißt Zeltstaub. Zeltstaub benötigt ihr, haben wir schon in dem letzten Tutorial-Video drüber gesprochen, bei den Zellen, um eure Zellen zu merchen, also zusammenzupacken, zu verbessern. Solche Dinge und Zeltstaub bekommt ihr auch von dort. Also wenn ihr Zellen zerstört, beim Mittelsmann bekommt ihr Zeltstaub und wenn ihr ja, den Pass habt, bekommt ihr natürlich auch Zeltstaub, wie ihr seht. Ebenfalls Zeltstaub gibt es, glaube ich, auch in Kernen, zumindest in den Brunnenkernen ist immer wieder mal Zeltstaub drin. In den normalen Kernen bin ich mir jetzt nicht so sicher, will ich euch nicht hundertprozentig sagen. Dann gibt es hier diese Ätherfunken. Diese Ätherfunken benötigt ihr, wenn ihr hier an diesem Turm seid. Denn hier könnt ihr aus den Ätherfunken ein Ätherherz schmieden. Das kostet 200 Ätherfunken. Wofür wir die brauchen, kommen wir gleich zu. Außerdem benötigt ihr 100 Ätherfunken, um eure Waffenfähigkeit umzuschmieden. Auch zum Thema Umschmieden kommen wir in einem weiteren Tutorial-Video. Was das genau bringt, zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch. Da seht ihr das, dass ihr das hier braucht. Ihr bekommt also hier von den Ätherfunken auch Ätherherzen und das wäre die nächste Währung, sage ich mal, um die es geht. Ätherherzen bekommt ihr nur hier, also hier könnt ihr die entweder herstellen oder ihr bekommt sie, wenn ihr eine Waffe umgeschmiedet habt, bekommt ihr immer eins. Und die benötigt ihr, um eure Waffen zu überladen, also um eure Waffen und eure Rüstungen hier bei den Waffentypen oben auch bei die Stürmer hat und der die Pistolen hat. Da könnt ihr hingehen und dann geht ihr hier auf Herstellen und dann muss ich mal ein bisschen weiter runterscrollen. Ich habe auch noch nicht alle Schwerter überschmiedet, überladen. Ihr seht, hier braucht ihr zum Überladen der Waffe ein Ätherherz und Rams natürlich auch und ein paar Sachen von dem jeweiligen Behemoth braucht ihr auch, um die Waffen zu überladen. Wenn ihr eine Waffe überladet, wird diese Waffe automatisch stärker, aber zum Überladen und zum Umschmieden kommen wir auf jeden Fall in einem anderen Tutorial-Video noch. So, dann haben wir noch zwei weitere Währungen und die sind oben, könnte ich euch oben zeigen, bei Lady Fortuna. Das sind einmal die Stahlmarken und einmal die Goldmarken. Da schauen wir uns das auch mal an. Und zwar könnt ihr, wenn ihr die Prüfungen macht, die normale Prüfung und auch die furchtlose Prüfung hier, könnt ihr Marken sammeln. Ich gehe mal hier auf Beute. Ihr seht, die habe ich schon, die habe ich diese Woche gar nicht gemacht. Ihr könnt hier bei der normalen Prüfung Stahlmarken bekommen und bei der furchtlosen Prüfung Goldmarken. Und da könnt ihr euch hier bei Lady Fortuna Sachen für kaufen. Ihr seht hier, die ersten Sachen kosten alles Stahlmarken. Und weiter unten geht es dann in Richtung Goldmarken. Könnt ihr euch dann auch verschiedene Dinge kaufen. Dafür sind diese beiden Markenarten da. Wir haben aber noch ein bisschen was anderes. Und zwar haben wir noch, und dafür gehe ich nochmal einmal in den Jagdpass, hier diese Transmogsteine. Auch sehr interessant. Was ist das eigentlich? Die benötigt man auch nicht ganz so oft. Die sind dafür da, wenn ihr, jetzt gehe ich mal auf Mind Slayer, wenn ihr beispielsweise noch nicht so viele Skins habt. Ihr habt diese Rüstung hier, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel von Trax, aber ist ja auch egal, irgendeine Rüstung. Die gefällt euch vom Aussehen her aber nicht. Dann könnt ihr hier unten auf Farbstoff und Transmog gehen, könnt hier noch auf diese Transmog gehen. Ich habe jetzt hier sehr, sehr viele Skins, aber also die alle aus Jagdpesten oder sonstigem stammen. Aber hätten wir die jetzt hier nicht,
könnte ich jetzt hier andere Körperpanzerungen nehmen. Und ihr seht schon, da steht einmal und dann dieser grüne Punkt. Das heißt, wenn ich die jetzt hier nehmen wollte, weil ich sie vielleicht cooler finde, dann würde mich das einen Transmogstein kosten und ich könnte die quasi drüber packen über meine normale Rüstung. Ich habe es tatsächlich noch nie benutzt, weil ihr oder weil ich immer sehr, sehr viele Skins hatte aus den verschiedenen Jagdpässen. Ich habe mir auch viel gekauft und deswegen habe ich immer genug und die sahen auch immer ganz cool aus. Deswegen musste ich nie diese Transmogsteine nehmen. Aber jetzt mittlerweile gibt es ja auch in den Jagdpässen keine Skins mehr, sondern nur noch in den in diesen Season-Jagdpässen hier, die ihr hier seht, innere Monster beispielsweise und leeren Läufer. Und die kosten ja auch Platinum. Und wenn ihr die, sag ich mal, euch ja nicht kaufen wollt, weil sie auch einfach zu teuer sind und trotzdem irgendwie ganz coole Skins haben möchtet, dann sind diese Transmogsteine vielleicht interessant für euch. Solltet ihr euch auf jeden Fall dann mal angucken. Was haben wir noch? Wir haben natürlich noch Patrouillenschlüssel. Patrouillenschlüssel bekommt ihr unter anderem halt hier im Pass, die bekommt ihr aber auch aus den Brunnenkernen und damit könnt ihr auf den Jagdgründen, also auf den Inseln, Kisten öffnen, die ihr finden könnt und in diesen Kisten sind unter anderem auch wieder Rams drin, da sind Kampfmarken drin, da sind auch mal Kopfgeldmarken drin und ich glaube auch, ich glaube, Ätherfunken gibt es da auch drin. Also diese Patrouillentruhen könnt ihr halt mit den Schlüsseln öffnen und da findet ihr auch ganz interessante Sachen drin. Und wenn man mal schnell Rams braucht und genug Schlüssel hat, ist das eine gute Idee, einfach mal ein paar Runden auf der Insel nach den Kisten zu suchen. Und dann haben wir noch eine Belohnung und die wechselt ganz oft. Und zwar wechselt die von Season zu Season, beziehungsweise überdauern die meistens 2, 3 Season diese Währung. Und zwar ist das hier diese Belohnungszonen-Währung. Ihr seht das da, das sind jetzt, wie heißen die jetzt, prismatische, keine Ahnung, müsste ich jetzt mal im Jagdpass gucken, hier prismatische Münzen, so heißen sie. Das waren in letzten Season die Dubios-Münzen und diese wechseln immer wieder mal ihren Namen und ihr Aussehen, aber im Grunde genommen ist das immer das Material, was ihr braucht, um euch Dinge aus der Belohnungszone zu kaufen. Die, wie gesagt, wechseln immer mal wieder. Das war es eigentlich. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Währungen, finde ich, für ein Spiel. Ich hoffe, es konnte euch vielleicht ein bisschen helfen, gerade so am Anfang, wenn man viele Dinge bekommt und gar nicht weiß, was mache ich denn damit. Hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Was das Umschmieden angeht, was das Überladen von Waffen angeht, das wird wahrscheinlich in einem der nächsten Tutorials ganz wichtig werden. Und da braucht ihr dann halt auch so ein paar Sachen für. Also, macht's gut, lasst dem Video ein Like da und wir sehen uns. Ciao, ciao!